Microsoft hat auf seiner Entwicklerkonferenz Build gemeinsam mit Nokia ein paar neue Smartphones vorgestellt. Hier ist eines davon das Nokia Lumia 930. Und man sieht sofort, eine Besonderheit ist das Display. Das ist ein AMOLED-Display mit sehr kräftigen Farben, sehr hoher Auflösung, Full HD. Da sieht man keine Pixel. Auch sonst macht das Gerät einen sehr wertigen Eindruck. Es hat einen Metallrahmen, eine Polycarbonat-Rückseite. Die gibt es in Orange, Grün, Weiß oder Schwarz. Ja, und die andere Besonderheit, die sieht man hier, wenn man sich das Display genauer anguckt, da ist schon Windows Phone 8.1 drauf, also das Update für Windows Phone. Das läuft auf dem Lumia 930 wirklich sehr, sehr flüssig, dank des Qualcomm 800 Snapdragon. Eine Besonderheit des Lumia 930 ist sicherlich auch die Kamera, da ist im Prinzip dieselbe drin wie im Lumia 1520, eine 20-Megapixel-Kamera mit Zeiss-Objektiv, und da hat man nicht nur eine sehr, sehr gute Bildqualität, zumindest konnten wir das so hier im ersten Test feststellen. Weil man kann halt auch ganz gut aufgrund der hohen Pixelmenge reinzoomen, ohne dass man einen großen Verlust wahrnimmt. Ja, so viel zum ersten Blick auf das Lumia 930.